Ja, was ich euch noch gar nicht erzählt hatte, waren die Veröffentlichungsdaten von Super Mario Land. Ich erzähle euch das mal kurz. Und zwar kam es am 28. September 1990 in Europa raus und am 21. April 1989 in Japan. In den USA kam das irgendwann im August 1989 raus, also bei uns in Europa als letztes. Ein Jahr, bevor ich dann auch mal geboren wurde. Oh. Ein extra Bonus-Spiel, das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das im letzten Part nicht erzählt hatte. Das ist sehr verwunderlich eigentlich. Aber okay. Eigentlich fängt ja immer mit den Standarddaten an, aber ich nicht. Ich mach das anders. Warum komme ich hier nicht hoch? Geht doch. Und später kam es nochmal für den 3DS raus, und zwar für die Virtual Console, am 6. Juni in den USA und einen Tag später in Japan und Europa, also am 7. Juni. Und wie ich sagen muss, es ist ein super, super Einzelspieler-Jump-and-Run-Spiel. Also, wenn man echt mal eine Reise macht oder so, dann kann man das auch heutzutage locker noch zocken, einfach mitnehmen, ein Gameboy, und dann kann man das ruhig im Flugzeug, auf einer Autofahrt, wenn man nicht gerade selber fahren muss, oder auf einer Busfahrt oder sonst wo, kann man das durchaus noch zocken. Gibt es ja für den 3DS auch für die Virtual Console, also ihr müsst keinen alten Gameboy zwingend mitnehmen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel mal zu spielen. Ich denke auch, dass das bei der neuen Version eine bessere Steuerung haben könnte. Sicher bin ich mir da nicht. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren und dann mir in die Kommentare schreiben. So teuer wird's, denke ich mal, nicht sein. Du. Schöner Untergrund hier. Dann holen wir uns mal die Münzen. Du. Was haben wir denn hier noch drin? Da war nichts drin, aber... ja, egal, weiter. Du. Ach, da war ein Block. Und der bringt uns hoch. Oh fuck, was muss ich jetzt? Oh nee. Oh. Boah, das ist schwer, das richtig zu timen. Gerade hier bei so einem langen Fall. Moment. 3, 2. Oh. Gut gemacht. Hallo. Oh! Alter, zum Glück muss man nur springen und quasi vorne dran tappen von oben. Dann klappt das auch. Hier haben wir jetzt eine Blume bekommen mit einem Superball. Mario. Fähigkeiten, Ding. Boah, Alter, wie oft muss man die treffen? Viermal oder so? Und hier haben wir den Boss. Der dritten Welt. Er wirft mit Steinen. Aber wir springen einfach rüber und haben den Schalter betätigt und somit gewonnen. Und ihn besiegt. Warum auch immer die dann explodieren, die Gegner. Man weiß es nicht genau, aber das ist auch eigentlich egal. Was man noch sagen kann, bei diesem Projekt, bei diesem Spiel. Und ja, wundert euch nicht, das ist nicht Daisy, es ist wieder ein Fake. Die leitenden Entwickler von diesem Spiel waren Gunpei Yokoi, der unter anderem auch an Metroid oder Kid Icarus und Donkey Kong mitentwickelt hat. Und er war der Schöpfer des D-Pads, also des Steuerkreuzes, welches heute auf fast jedem Controller vorhanden ist. Das finde ich mal richtig krass. 1996 hat er das dann verlassen, also Nintendo, weil er den Virtual Boy, glaube ich, entwickelt hatte und das ein Flop war. Deswegen hat er dann Nintendo verlassen und hat dann ein eigenes Unternehmen gegründet, etc. Und unter seiner Leitung war natürlich noch ein anderer leitender Entwickler. Das war Satoru Okada. Der hat halt unter der Leitung von Gunpei das Ganze mitentwickelt und half auch beim Game Boy. Ja, die haben den Game Boy auch rausgebracht. Nicht nur das Spiel, sondern auch den Game Boy. Und hier in Welt 4, wie ich meinte, die Musik ist einfach der Hammer. Ich feiere die. Ich weiß nicht wieso. Das ist irgendwie so ist japanisch angehaucht. Die Welt heißt ja Chai. Von daher könnte es irgendwas Japanisches, Chinesisches sein. Was hier da hinten im Hintergrund natürlich Bambus und sowas. Und hier haben wir auch irgendwelche komischen Japsen oder so, die auf irgendwas rumspringen. Oder springen die einfach nur so rum? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind sie sehr nervig, diese Gegner. Man kann sie auch nur mit einem Superball töten.
Und durch draufspringen sterben sie nicht. Die stehen dadurch immer wieder auf. Aber ich glaube, in diesem Level war auch irgendwo ein Stern versteckt. Daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Probieren wir es einfach mal aus. Wenn wir das Ganze mal überleben würden. Wir verschwenden unser Leben hier, das ist ja unglaublich. Da oben war er, ja, den meinte ich, ja, genau. Ein Stern, das wusste ich, dass es ihn gibt. Und jetzt können wir hier super gut durchrennen und einfach alle Gegner töten. Eigentlich müssen wir hier warten, dies machen, das machen. Aber so ist das einfach. Also ich empfehle euch, springt oben an die Ecke und holt euch den Stern. Das macht das, oh nein. Nein, warum bin ich dagegen gesprungen? Okay. Egal. Zeit lassen. Ab und zu ist die Devise Zeit lassen. Warten, töten und hochspringen. Und den Pilz am besten holen. Oh. Okay, scheiße. Das war's mit dem Pilz. Den haben wir nicht bekommen. Ah, was willst du da, du kleines Tokono oder wie auch immer du heißt? Ah ne, Nobukon heißt es. Nicht Tokono. Komme ich auf Tokono? Durch Tagana, glaube ich, ne? Oder Ta. Warte, diese Namen, die verwirren mich! Tatanga, genau. So war der Alien, der hier Scheiße baut. Und Nobukon waren die Cooper, ähnlichen Brüder, Geschwister, Cousins oder was auch immer. So, und diesen Ausgang schaffen wir. Ja, super. Die Welt heißt Shire, habe ich schon gesagt, ne? Und das Spiel wurde auch damals sehr gut verkauft. Und zwar, man weiß es zwar nicht genau, aber die Zahlen liegen zwischen 14,3 und 20 Millionen Mal. Und wenn das nicht beachtlich viel ist, dann weiß ich auch nicht. Das sind gute Verkaufszahlen für ein neues Gameboy-Spiel damals. Es war ja komplett neu, es war der erste Mario-Titel. Und, aber eigentlich hätte man sich denken können, dass das gut einschlägt, weil für ein Handheld hat es halt, denke ich mal, noch auf jeden Fall gefehlt, ne? So ein schönes Spiel. Und kam ja auch, denke ich, in Deutschland sehr gut an. Würde ich einfach mal behaupten. Einfach mal, weil es auch sehr viele vom Bekanntenkreis her hatten. Und auch wenn man so mal rumfragt auf Facebook oder so, denke ich, werden es ziemlich viele haben. Jazz hat das ja auch mal Let's Played und sie meinte auch, sie hätte das als Kind ziemlich gesuchtet. Auch der zweite Teil, der Nachfolger, der dann 1992 rauskam, ein Jahr nachdem ich dann geboren war, war auch ein Verkaufsschlager, glaube ich. Dazu aber dann mehr, wenn wir das Let's Playen. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch kommen. So, und da wir groß sind, würde ich mal sagen, nehmen wir die Abkürzung hier einfach mal und gucken, was sich hier oben so drin befindet. Hallo Zeltkräuter. Und die Blume holen wir uns natürlich. Da hoch kommt man leider nicht, wie es aussieht. Ah, blöde Pflanze. Alter, wie der Ball einfach immer, wie so ein Pinball, einfach, wow, hin und her flippt und abprallt. Gibt es eigentlich unter euch Leute, die Programmierkenntnisse haben? Das würde mich mal interessieren. Weil so ein Spiel ist ja eigentlich, kann man eigentlich recht gut selber programmieren. Auch wenn es trotzdem viel Arbeit wird, wenn man so viele Level machen möchte und auch die Sounds alle selber einfügt und. Ach, scheiße. Der Treffer war echt unnötig. Aber jetzt haben wir wieder. Verdammt, Axt! Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir wieder die tolle Musik. Na gut, nicht ärgern, nicht zu sehr ärgern. Wir haben 11 Leben. Das wird schon hinhauen. Und die Pflanzen kommen gar nicht mittig aus dem Rohr, sehe ich gerade. Die kommen irgendwie ziemlich rechts gelegen, irgendwie. Und jetzt bitte hier auch einmal perfekt hochspringen. Und, ja, gut. Unsere nächste Chance auf mehr Leben. Ob das was wird, wir werden es sehen. Brrr, bing. Doch nicht. Ja, super. Ein Leben. Das ist natürlich sehr viel.
Das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, und hier sind wir jetzt auch schon in dem letzten Level des Spiels. Habe ich ja gesagt, wird auch ein Shoot'em'up. Und wir sind diesmal in einem Flugzeug. Nicht unter Wasser, sondern im Himmel. Im Himmel, wo der Alien-Boss Tatanka auf uns wartet. Damit wir ihn ordentlich reinballern können. Hier gibt es auch noch Flugzeuge, die Giras werfen. Beziehungsweise losschießen. Sollte uns aber nicht stören. Da weichen wir gekonnt aus und nehmen den Pelz. Auch wenn wir schon groß sind, aber das interessiert uns nicht. Ein Leben! Das kriegen wir nicht. Gibt es hier vielleicht auch einen Stern? Wäre super toll. Nee. Wer hier? Ja. Nice. Ey, erinnert euch dieser Sound auch so an die Texas Avery Show? Kennt ihr die? Das ist das doch, oder? Oder bin ich blöd? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das vor der Sendung. Aber das kann ja gar nicht sein, oder? Oder wurde die vielleicht vorher produziert und die haben das irgendwie geklaut? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das geklaut haben. Wenn dann andersrum. Beziehungsweise vielleicht haben sie sich auch die Rechte gekauft. Wer weiß. Und gleich werden wir Tatanka gegenüberstehen. Die Namen auszusprechen ist echt schwer. Oh, ein kleines Labyrinth. Die Münzen, die da gerade im Raum warten, die wird man nicht hundertprozentig bekommen können. Wer das versucht, der ist selber schuld. Und? Hm, nicht so nah da dran. Wo bleibt da der Endboss? Na, den bekommen wir auf jeden Fall nochmal ein Power-Up, wenn wir eins brauchen würden. Was wir nicht tun. Oh, hier kommt Fäuste? Okay. Und da ist der Endboss, die Wolke. Da ist Tatanka. Nein, Scherz, natürlich nicht. Das ist nur der Vor-Endboss. Wir haben hier zwei Kämpfe zu bestreiten. Beziehungsweise zwei Phasen des Kampfes. Die Wolke ist noch einfach. Ob Tatanka einfach wird, weiß man nicht. Er wird auf jeden Fall jetzt kommen mit seinem Raumschiff. Die Musik ist auch episch. Und hierbei kann ich euch nur raten, konzentriert euch nur auf die Kugel und schießt einfach durchgehend. Einfach nur ausweichen und schießen. Das macht das Ganze am einfachsten, glaube ich. Und, kriegen wir einen First Try hin? Beim Kampf? Ah, sieht schon gar nicht so schlecht. Ah, nein, scheiße. Ah, sieht nicht schlecht aus. Komm schon. Ja. First Try Kill. The End Boss. Aber jetzt müssten wir Daisy haben, oder? Ja! Oh, Daisy! Thank you, Mario! Hat dein Kuss bekommen? Your quest is over. Ja, das Spiel, die Story hätten wir durchgespielt. Mario und Daisy fliegen? Warum fliegen die mit einem Luftschiff irgendwo hin? Ja, wahrscheinlich nach Hause. Oder jetzt auf Tatankas Planeten und machen da mal ein bisschen Terror. Glaube ich aber nicht. Und die Musik, die jetzt kommt, die ist mega episch. Da. Ich liebe diesen Sound. Boah, ey, so ein Lob. So ein Lob für diesen Track. Mega Hammer. Hirokazu Tanaka. Das hast du dir verdient. Dieses Lob. Das ist einfach. Oh, ich könnte wieder Stunden anhören. Da, Sound. Ha Tanaka. Genau. Ich finde die Namen auch relativ lustig durchzulesen. Yamanaka. Design war Mashimo. Okay. So ein Pixel-Design, das ist echt cool, sowas zu machen. Special thanks to Taki. Itsushi Nagata? Okay. Aber ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall.
Wenn ihr es noch nie gespielt habt, tut es euch auf jeden Fall mal an. Es schadet nicht. Es ist super cool und macht einfach mega Spaß. Wir haben das The End erreicht. Und ich würde sagen, ich mache noch keine Bewertung, weil es gibt noch einen Modus, nachdem man das normal durchgespielt hat, der schwerer ist. Und ja, ihr werdet es nicht erwarten, ich werde diesen auch noch spielen. Oh, ob ich ihn schaffe? Hoffentlich ohne Game Over? Na, wer weiß. Denn danach haben wir es dann wirklich durchgespielt, zu 100%. Wir haben zwar nicht alles... Ja doch, eigentlich gibt es ja nichts zum Sammeln, deswegen haben wir 100% dann. Und ja, ich hoffe, es kommt gut an. Lasst eine Bewertung da, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Dann spielen wir es auf hart. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.